Also die Schüler haben die Möglichkeit, in der Oberstufe das Fach Darstellendes Spiel zu belegen, das heißt Theater spielen, gemeinsam mit Leuten, die sich auch dafür interessieren. Und wir haben also die Möglichkeit, hier den Schülern das Theater ein bisschen näher zu bringen. Also am Anfang steht die Idee und das war nicht leicht. Wir hatten viele unterschiedliche Ideen und letztendlich haben wir uns dann entschieden, das Buch von Janne Teller zu nehmen und einfach eigene Texte zu schreiben, die Idee von ihr zu nehmen und umzuschreiben. Und jetzt müssen wir überlegen, was wir als nächste Anschluss ziehen, ob wir wirklich dann so ein Poetry Slam nehmen oder ob wir dann euch nochmal dann nehmen, also die Klasse quasi, die sich dann nochmal... Die Schüler sind am Anfang natürlich ein bisschen irritiert, dass sie vor anderen Personen spielen müssen. Das ist auch ein Prozess, der mindestens ein halbes Jahr dauert, dass die Schüler sich erstmal kennenlernen müssen. Das geht nicht sofort, dass alle gemeinsam spielen können, sondern ein Prozess, wo das Ensemble erstmal zusammenwächst. Da sind Übungen, so Kennenlernspiele und man muss sich auch gegenseitig vertrauen. Ich bin Tom und ich bin ein Star. Wir hatten ganz am Anfang, in der 11. Klasse noch, hatten wir so ein Spiel, das hieß irgendwie Ich bin ein Star oder sowas. Und dann mussten wir alle nacheinander quasi in die Mitte des Raumes gehen und sagen, ja, ich bin ein Star. Und dann immer mit verschiedenen Emotionen, zum Beispiel ganz traurig. Ich bin ein Star! Und da hat sich halt fast niemand getraut, unter anderem ich mich auch nicht wirklich. Und dieses Spiel haben wir dann ein Jahr später nochmal gespielt. Und da bin ich dann quasi über meinen eigenen Schatten gesprungen und hab's dann halt auch gemacht und habe mich auch nicht so quasi davor gefürchtet und dachte mir so, ja, ich mach das jetzt einfach. Ich bin Vivi und ich bin ein Star. Und da war das schon so ein Punkt, wo ich so dachte, ja, ich habe ein bisschen was erreicht, so. Und so nach einem halben Jahr merkt man, funktioniert die Gruppe oder funktioniert sie nicht. Und dann kann man den nächsten Schritt weitergehen, gemeinsam ein Projekt beginnen. Und das war Ideenfindung, Text raussuchen, Text schreiben und dann natürlich auf die Bühne und proben. Spar dir deine Beleidigung. Was tut den anderen am meisten weh? Es sind nur Wörter. Und deshalb lohnt es sich nicht, irgendetwas zu tun. Die Bedeutung gibt es nicht. Euer Leben wird am Ende sein. Alter. Also ich habe aus meiner Sicht eine enorme Entwicklung zurückgelegt, vor allem also als Schauspieler, vor allem, aber auch als Person, weil man lernt, viel offener, viel extrovertierter zu sein, diese Scham zu verlieren vor den Massen, vor dem Publikum und auch ein Stück weit zu wagen, jemand anderes zu sein, als man normalerweise ist. Und das bereichert einen zutiefst. Das ist eine sehr tolle Erfahrung. Pianton spielte mit dem Feuer und es wurde eine Flamme in uns entzündet. Doch nun liegt alles auf dem Scheiterhaufen. Verkohlt, verbrannt, vergessen. Ich war schon früher in ein paar Theaterstücken, so auch in der Grundschule. Und ich fand es immer total faszinierend. Es hat mir immer total Spaß gemacht. Verschiedene Rollen annehmen, einfach mal sich selber abzuschalten und einfach jemand anderes sein können, was man machen kann. Und auch im DS-Kurs, so, wir sind relativ eng zusammengewachsen, hatte ich jetzt das Gefühl in den letzten 2 Jahren. Und es ist halt auch, es macht halt Spaß. Spinnst du? Weißt du, wie teuer die waren? Meine Eltern bringen mich um, wenn ich die verliere. Das kann sein. Aber es soll doch ein Opfer sein. Ja, was hat sich entwickelt? Ich glaube, ich habe es einfach immer so mitgenommen. Und mehr unterbewusst, dass sich da was entwickelt hat, als bewusst. Ich denke, das wird sich heute zeigen, wie es denn vom großen Publikum ist. Bis jetzt so im kleinen Raum ging es gut, aber mal schauen, wie es jetzt ist. Heute werden wir uns mit dem Theaterstück nichts beschäftigen. Die Schüler werden zeigen, was wir erarbeitet haben und schauen, was wir aus dem Buch von Janne Teller gemacht haben. Wir werden uns überlegen, hat denn irgendetwas im Leben einen Sinn? Inwieweit ist Gruppendynamik gefährlich? Inwieweit kann man Dinge wieder rückgängig machen, die im Leben eine Bedeutung haben? Bevor man etwas macht, einfach mal nachdenken und dann erst handeln. Warum hast du eigentlich noch dein Fahrrad? Weil ich cool bin. Ich habe hier vieles gelernt, zum Beispiel, dass das Theater mir nicht so liegt. Tatsächlich ist es für mich viel eher die Filmindustrie, die so meine Richtung. Ich bin auch mehr derjenige, der, glaube ich, hinter den Kulissen arbeitet, derjenige, der das Stück schreiben wollen würde, anstelle das Stück zu spielen tatsächlich. Aber trotzdem würde ich sagen, ein Werkzeug kreieren, das ist schon die richtige Richtung für mich, ja. Ich meine, was könnte man euch nehmen? Was ist für euch von Bedeutung? Aber wir können ja keine lebenden Menschen opfern. Oder? Oh, 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 oh.
Also ich finde das extrem beeindruckend, vor allem auch, wenn man diese Gestik und Mimik so wahnsinnig übertrieben spielt, dass man dann eigentlich Emotionen noch viel stärker ausdrücken kann als jetzt im persönlichen Leben und dass man da eigentlich auch nochmal ganz viel von außen reinnehmen kann. Ja, deswegen macht es mir auch wahnsinnig Spaß, Theater zu spielen und dann irgendwie ja, besondere Dinge zu übertreiben und dann noch mehr Wirkung hervorzurufen. Ja. Man merkt es dir aber auch echt an, wenn Jonas auf der Bühne steht, wirklich, der liebt seine Rollen, die er spielt. Das ist der Hammer, wirklich beeindruckend. Ja, sorry. Wenn du jetzt dein Fahrrad aufhast, kannst du dir natürlich im Gegenzug von all unseren schönen Klassenkameraden aussuchen, was du willst. Von jedem. Alles. Was du von willst. Jedem. Sicher. Sicher. Alles? Alles. Von jedem. Von jedem. Wenn das so ist, dann fordere ich Sophies Unschuld. Also zum einen fand ich Theater schon immer sehr interessant, auch generell so Schauspielerei. Und zum anderen wollte ich auch selber so ein bisschen daran arbeiten, so ein bisschen besser quasi zu präsentieren können und auch ein bisschen sicherer zu sein, einfach auf der Bühne und auch vor anderen sprechen zu können quasi. Und ich denke, da ist der erst halt einfach ein richtig gutes Fach für, weil du da zum einen dieses Sprechen vor anderen lernst und auch so ein bisschen quasi über deinen eigenen Schatten springen, so lernst gerade mit Frau Engel. Fass mich nicht an! Ich bin es leid, angefasst, benutzt, missbraucht, misshandelt zu werden, nur für eure Zwecke. Euer angeblich so bedeutsame Berg der Bedeutung ist schlichtweg Müll. Das ist großartig, sowas irgendwie mit anzuleiten, dort zu sitzen und das anleiten zu können, weil man weiß, wie es schön aussieht, aber es selbst nicht zu können, gibt einem irgendwie auch ein bisschen das Gefühl, man ist selbst mit dabei auf der Bühne. Und diese Empathie finde ich großartig. Und ich weiß, dass man mit der Bedeutung nicht spaßen sollte. Nicht wahr, Pianto? Nicht wahr?